So, willkommen nochmals zu einem Video. Wir haben das Brechungsgesetz kennengelernt, an mehreren Stellen bereits. Und wir haben gesehen, dass wir eine Brechung berechnen können, zum Beispiel nach dem Prinzip von Fermat, welches besagt, dass wenn ich eine Oberfläche habe, wie diese hier, wo Licht drauf fällt, zum Beispiel jetzt von da, sagen wir mal, dann wird der Winkel, unter dem das Licht nachher diese brechende Oberfläche verlässt, gemessen zum Lot kleiner sein. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal das Lot einzeichnen, so, das wäre ungefähr das Lot, dann haben wir also hier ein Medium mit einem Brechungsindex, der größer ist als 1. Wir können nochmal schauen, wie groß ungefähr ist. So. Wenn wir da beispielsweise unter etwa 60 Grad, sagen wir mal ungefähr so, einstrahlen würden, wie gesagt, der Winkel 60 Grad, immer zum Lot gemessen, dann würde das, wenn wir das jetzt hier so mal einrichten, so einem Strahl entsprechen. Wenn wir da jetzt die Brechung ins Spiel bringen wollen, dann geht der Strahl nachher, wie wir sehen, unter einem anderen Winkel weiter. So. Ungefähr da durch. Dann müssen wir jetzt da schauen, was es ungefähr ausmacht. Ich messe es jetzt nicht nach. Ich weiß es auch von anderen Experimenten, das ist ungefähr 35 Grad. Dieser Winkel, positiv gemessen. Und wenn wir jetzt das Brechungsgesetz anwenden, nämlich Sinus vom Winkel auf der Seite, das wäre Epsilon, durch Sinus von Epsilon Strich, das haben wir hier, da haben wir Epsilon, und die beiden Brechungsindizes n und n' nennen, dann haben wir gesehen, dass das gleiche wie n' durch n. Damit können wir Sinus Epsilon' im Prinzip ausrechnen, wenn wir die anderen Daten kennen, oder in dem Fall rechnen wir jetzt mal aus, was dieses Verhältnis hier ist. Wenn wir das jetzt so gemessen haben, das heißt 60 Grad Sinus davon durch 35 Grad und der Sinus davon, erhalten wir 1,51 etwa. Das heißt, das Verhältnis 1,51 in diesem Fall, n' durch n, so wie wir es ungefähr gezielt haben, ist etwa 1,5. Und wenn n, also wie in diesem Fall jetzt Luft ist, also speziell jetzt also n gleich 1 praktisch, dann können wir sagen, dass in diesem Fall also n' durch n, n ist 1, dass das n' 1,5 ist. Und das ist das, was wir tatsächlich bei Plexiglas auch erwarten. Plexiglas hat ungefähr den Brechungsindex 1,5. Also hier finden wir das nochmals bestätigt, dass die Brechung etwa stimmt, dass wir die Zahlen etwa haben, wie wir sie erwarten. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich natürlich den Taschenrechner hier verwendet, um diese 35 Grad auszurechnen. Die Frage ist, kann man das nicht auch grafisch irgendwie berechnen, wo dieser Strahl hingeht? Also das Brechungsgesetz kennen wir ja, gibt es nicht einfach eine Möglichkeit, diese Rechnung irgendwie grafisch zu ersetzen. Und diese Möglichkeit gibt es zum Glück. Ich möchte also jetzt ohne Taschenrechner herausfinden, unter welchem Winkel der Strahl da abgelenkt wird, wenn wir das Brechungsgesetz voraussetzen. Und dazu gibt es ein Verfahren, das heißt das Zweikreisverfahren, das also konstruktiv erlaubt, diesen Winkel zu berechnen. Ich will dazu die Zeichnung, die wir vorher hatten, nochmals verwenden. Wir haben also hier diese Grenzschicht zwischen n und n'. Ich zeichne auch das Lot noch ein. So. Ich nehme jetzt wiederum an, dass der Strahl ungefähr unter 60 Grad da reinkommt. Etwa so. Zu einem Auftreffpunkt hier, den wir dann brauchen. Und der Strahl geht jetzt da irgendwie weiter. Und jetzt lautet das Verfahren folgendermaßen. Ich muss jetzt auf der Seite hier, also im Material drin, es ist jetzt, in diesem Fall ist das n' größer als n, da muss ich jetzt zwei Kreise zeichnen. Einen Kreis mit einem Radius n' und einen Kreis mit einem Radius n. Also, ich habe jetzt da keinen Zirkel dabei, aber wir können sagen, dass wir vielleicht da n abtragen können.
in irgendwelchen Einheiten, es können Zentimeter sein, es können auch Dezimeter sein. Also in diesen Einheiten soll jetzt hier n als Kreis gezeichnet werden, ein Kreis mit Radius n, so muss ich sagen. Unter anderem ist hier zum Beispiel n dann. Und einen zweiten Kreis, der den Radius n' hat. So. Jetzt geht man folgendermaßen vor. Man zeichnet zunächst mal diesen Strahl hier weiter bis zum Schnittpunkt mit dem Kreis mit Radius n. Haben wir hier. Und dann zeichnet man parallel zum Lot eine Linie, die da den zweiten Kreis hier schneidet. So. Und jetzt betrachten wir, und der Trick ist jetzt der, dass der Strahl, wenn er jetzt weiterläuft, nach der Brechung genau von diesem Punkt, der Auftreffpunkt, bis zu dem Punkt, also dem Schnittpunkt dieser Linie hier mit dem zweiten Kreis läuft. Also diese Linie hier muss parallel zum Lot sein. Und Behauptung ist, wie gesagt, dass dann dieser Winkel hier gerade dem Winkel entspricht nach dem Brechungsgesetz. Also da haben wir, das haben wir Epsilon Strich genannt, diesen Winkel haben wir Epsilon genannt. Und wir schauen jetzt mal, ob das stimmt. Ob also und mit dieser Konstruktion das Brechungsgesetz erfüllt wird. Dazu können wir uns diese Linie hier mal anschauen. Die ist ja gleich groß wie diese Linie, oder? Und wir können diese Linie jetzt jeweils als Gegenkathete eines Dreiecks auffassen. Einmal haben wir dieses Dreieck hier und wir haben auch dieses Dreieck hier. Wenn wir die Linie hier in diesem Dreieck anschauen, können wir sagen, diese Linie ist gerade die Hypotenuse mal der Sinus von diesem Winkel hier. Und dieser Winkel ist ja Epsilon Strich. Nicht wahr? Sinus eines Winkels ist ja allgemein Gegenkathete durch Hypotenuse. Und anders gesagt, die Gegenkathete, die wir jetzt hier in diesem Dreieck brauchen, ist dann gerade h, die Hypotenuse, mal der Sinus des Winkels. Und die Hypotenuse, haben wir so konstruiert, ist ja gerade diese Strecke hier, also eine Strecke, die n' lang ist oder proportional zu n' lang ist. Wir können deshalb sagen, dass diese Strecke hier n' mal der Sinus dieses Winkels Epsilon' ist. Auf der Seite hier machen wir das Gleiche. Wir haben da ein anderes rechtwinkliges Dreieck. Da können wir auch die gleiche Gegenkathete uns anschauen, mit dem gleichen Gesetz, wobei ob der Winkel jetzt hier ein anderer ist. Wir haben gesehen, dass dieser Winkel hier in diesem Dreieck hier größer ist. Und weil wir ja da diese Linie durchgezogen haben, und die Linie sowieso das Lot ist, ist das der Winkel Epsilon. Also wir können sagen, dass in diesem Winkel, in diesem Dreieck mit dem Winkel Epsilon die Gegenkathete berechnet werden kann als Hypotenuse, also n mal der Sinus von diesem Winkel Epsilon. Also können hier schreiben, das ist n, die Hypotenuse, mal der Sinus von Epsilon. Jetzt sehen wir, weil wir diese Linie parallel gemacht haben, dass da jetzt zwei gleich lange Strecken herauskommen, das heißt n mal Sinus Epsilon ist gleich n' mal Sinus Epsilon'. Und das ist genau unser Brechungsgesetz. Wenn wir das noch dividieren, durch n und durch Sinus Epsilon erhalten wir genau das hier. N mal Sinus Epsilon ist gleich n' mal Sinus Epsilon'. Ups, Strich habe ich hier noch vergessen. So, das heißt, mit anderen Worten, die Konstruktion, die wir jetzt gemacht haben, hilft, diesen zweiten Winkel zu berechnen oder zu konstruieren. Ich brauche dazu keinen Taschenrechner. Ich könnte auch den Taschenrechner nehmen natürlich, dann würde ich das gleiche bekommen. Aber hier mit der Konstruktion ist das eigentlich sehr praktisch. Wir können uns da jetzt ein allgemeines Beispiel anschauen, wenn wir da irgendwie eine Oberfläche haben, die vielleicht so aussieht. Da haben wir n', da haben wir n. Wir sehen uns irgendein Strahl ein, der da reinkommt. So, da können wir hier das Lotzeichen auf den Strahl, den Strahl hier weiterverfolgen und dann zwei Kreise zeichnen mit Zentrum hier,
einmal ein Kreis mit einem Radius proportional zu n und das zweite Mal ein Kreis mit einem Radius proportional zu n'. Nicht wahr? Das sind nicht immer, also n ist ja zum Beispiel 1. Ich könnte das wohl 1 cm nehmen. Dann müsste ich hier jetzt 1,5 cm nehmen. Aber ich kann das Ganze auch mit 5 multiplizieren. Das Verhältnis der beiden Brechungsindizes muss einfach stimmen bei den Radien. Okay, dann fahre ich also hier weiter. Ich habe hier diesen Strahl. Wir haben gesehen, ich muss den Strahl bis nach n fortsetzen. Dann habe ich diesen Schnittpunkt, muss ihn dann parallel zum Lot so weiter fortsetzen, bis ich dahin komme. Das ist der zweite Schnittpunkt. Ich entsprach diesem Schnittpunkt hier. Und kann nachher diesen Strahl nach der Brechung konstruieren. Von da geht also da durch. So. Ich glaube, wenn man das allgemein macht, bei Linsen zum Beispiel, ist das auch das Verfahren von Weierstrass und Heuss. Weierstrass, Heuss, glaube ich, heißt es. Okay. Epsilon Strich, eben vom Lot aus gemessen. Voilà.